Und da wären wir auch schon wieder. Es ist ein neuer Patch da, deswegen bin ich kurz auf dem Hauptmenü. Allein schon, um zu gucken, ob sie irgendwas Neues hier eingefügt haben. Aber ich sehe nicht wirklich irgendwas Neues. Also starten wir mal unser Spiel, das hoffentlich noch da ist. Und gucken dann mal, was sie so verändert hat. Bitte, bitte, alles noch da. Oh, schaut gut aus, sehr schön. Wir haben Anfang des Tages Feuer brennen. Oh, das ist neu. Da ist eine 1. Und das ist grün hinterlegt. 1, also weil es ein Stück ist. Und grün, weil es grün ist. Okay. Was haben wir noch? Unsere kleinen Jungs. Habt ihr Hunger? Wahrscheinlich, ihr habt immer Hunger. Laufen wir einfach ein wenig rum und gucken, ob wir irgendwas sehen, was sich verändert hat. Oh, da sind schon mal Samen, sehr schön. Dünger können wir auch gleich mitnehmen. Eine Sache, die mir schon gespoilert wurde, dass Yaks jetzt angeblich respawnen. Und die Samen sind auch grün. Also ja, das... Nein, nicht wegessen. Den kleinen Jungs geben. Also dass Yaks jetzt respawnen, was natürlich eine super Neuigkeit ist. Das heißt, wenn wir wieder das richtig gute Fleisch brauchen, gehen wir einfach kurz auf Jagd. So. Oh, ich höre Spinnen. Dann sollten wir hier weg. Ah, da ist auch noch so ein Spinnennest. Ich wäre hier versucht, ein paar Schweine zusammen zu trommeln und die Spinnen dann wieder zu verprügeln. Einfach nur so zum Austesten. Außerdem will ich den Schweinen mal Helme aufsetzen. Das wurde jetzt ja auch schon mehrfach in den Kommentaren gespoilert. Und das könnte ganz interessant werden. Weil wir haben ja inzwischen doch schon eine recht große Auswahl an Helmen. Wobei wir bei den meisten gar nicht wissen, was sie wirklich machen. Und da könnte man dann schön rumexperimentieren. So, unsere Felder sollten wir auch schön bestellen und noch ein paar dazu bringen. So, du bist auch grün. Okay. Pumpkin. Na gut, machen wir mal ein paar Pumpkin-Samen. Die jetzt hoffentlich nicht aufgegessen werden. Toll, das war jetzt nur ein Pumpkin-Samen. So, albern. Na gut, dann schmeißen wir halt irgendwas da rein. So, wie viel Dünger haben wir? 11 Stück. Wir wollten unser Gras nochmal aufdüngen. Damit wir für einen Notfall hier direkt an der Basis einen kleinen Vorrat haben. So. Immer schön Blick auf die Uhr. Warum hat sie die Kamera gerade gedreht? Achso, Mausrad. Okay. Ich dachte schon, jetzt wäre irgendwas an Events gestartet und deswegen ist die Kamera auf uns zugezoomt, aber nö. Ja, ich bin nur mit der Maus verklickt. Ach ja, so kann man sich die Welt auch zurechtspinnen. Zwei Schweinchen. Nein, hey, das ist... Nein, kein Risiko eingehen, solange die Jungs dabei sind. Wir wollen gucken, wie die erwachsen werden. Wenn sie denn erwachsen werden. Und das Einzige, was mir da einfällt, ist halt... nicht angreifen. Das Einzige, was mir einfällt, ist halt, denen immer mal wieder ein paar Samen zu geben und dann zu hoffen. Eventuell könnten wir ihnen auch ganz, ganz, ganz viele Samen geben. Also schnell es geht und dadurch werden sie schneller erwachsen. Ich weiß ja nicht, wie das programmiert ist. Also ob wirklich Zeit vergehen muss oder ob die einfach nur so und so viele Samen essen müssen. Das wäre natürlich dann noch einfacher. Dann könnten wir einen Tag damit verbringen, einfach nur Vögel durch die Gegend zu scheuchen und Samen einzusammeln und müssten dann damit klarkommen. So zum Beispiel. Wenn ich wüsste, wie ich sie anhalten könnte, dann könnte ich einen links, einen rechts positionieren und dann den einen füttern und den anderen einfach nur ab und an mal was hinwerfen. Aber das geht ja leider nicht. Obwohl, wir könnten mal bei den Hüten gucken, ob wir irgendwas für die Tallbirds haben. Also einschläfern können wir sie und damit können wir sie quasi abhängen. Aber ich weiß ja nicht, wie das denn weitergeht. Also wenn sie wach werden, ob sie uns hinterherlaufen und in irgendwelche Fallen reintapseln oder so, das wäre nicht so toll. Na gut, müssen wir alles ausprobieren. Was sagen eigentlich unsere Kochtöpfe? Leer. Leer. Du bist bestimmt auch leer. Hm? Ja. Nicht gut. Gar nicht gut. Wilson braucht was Ordentliches zu essen. Der quengelt immer. Und erst bei 51, obwohl das so wenig ist?
ich muss mal was testen. 1, 2, 3, 4. Dann kochen wir unser Essen. Wenn ich das nämlich so richtig über den Daumen peile, können wir jetzt mehr Nahrung in Durst bekommen. 73. Ja, 98 und der ist noch nicht mal voll. Wir brauchen mehr zu essen. Gib mir... Oh, du hast auch Hunger. Okay, einen für den oberen. Einen für den unteren. Sehr schön. Vogel verschrecken für noch mehr Samen. Aber es klappt immer noch recht gut. Also daran haben sie wohl nicht gedreht im Patch. Dass man so viele Samen bekommen kann, so schnell, indem man einfach schnell Vögel verscheucht. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Gucken wir mal, ob sie irgendwas an den Zahlen für die Forschungspunkte gedreht haben. Gras war normalerweise ja 3. Und es war noch 3. Und wenn man es weiterverarbeitet hatte, hat man einen guten Sprung gehabt, gerade bei den Seilen. Das ist auch gerade mal wieder 2-3 Folgen her, ich habe schon wieder vergessen. Also 3 Stück, das wären dann 9 Forschungspunkte eigentlich. Aber der Sprung war wesentlich größer. Also wir haben jetzt 49. Oh. 27, richtig? Ja, ich glaube schon. Ja, kommt ungefähr hin mit dem, was wir vorher hatten. Es war halt überproportional mehr. So, jetzt können wir in dieser Nacht experimentieren, wie das mit den Jungs funktioniert. Es gab ja die wildesten Theorien. Entweder wollen die kuscheln und immer in unserer Nähe bleiben, oder sie werden wach, wenn wir Lärm machen. Und irgendwas anderes gab es auch noch. Gehen wir einfach mal weg, ohne irgendwas anzuklicken. Okay. Die kommen jetzt nicht. Ich gehe mal weiter weg. Da wird er wach. Der andere aber nicht. Ah doch, der auch. Also können wir uns wohl nicht allzu weit von ihnen entfernen. Genauso wie tagsüber. Nur, dass es nachts verzögert ist, weil sie immer schlafen wollen. Und wir sie jedes Mal aus dem gemütlichen Nest rausholen. Ja. Der da will gerade irgendwie nicht. Ich kann auch nicht allzu weit weglaufen, hm? Das weiß er bestimmt. Ah doch, da kommt er. Ja gut, also es hat nichts mit den Geräuschen zu tun. Wir können rumwerkeln, wie wir wollen, das stört ihn nicht. Die wollen nur wissen, dass wir in der Nähe sind. Und das ist ja auch ganz süß. Also, ich stelle jetzt mal ein paar Seile her, werde die gleich alle verforschen. Denn ich denke mal, der Patch wird auch irgendwelche neuen Gegenstände eingefügt haben. Da waren die Programmierer ja recht nett in der Vergangenheit, fast immer irgendwas Neues mitzubringen. Und ich denke mal, es wird jetzt nicht anders gewesen sein. Also, ein da, ein da. Schon über 200, sehr gut. Und gucken wir mal durch. Wir haben Werkzeuge. Die Pickaxe haben wir immer noch nicht erforscht. Sonst sehe ich leider nichts Neues bei den Werkzeugen. Okay, Licht. Licht, auch nichts Neues. Fallen. Die Angel kennen wir schon, kennen wir schon, kennen wir schon, kennen wir schon. Kennen wir schon. Hm, hier auch nichts Neues. Bei den Farmen eine Eisbox. Verlangsamt das Essen schlecht werden. Ah, das wird das Grüne sein. Wahrscheinlich geht das dann von Grün auf Gelb, auf Orange, auf Rot, auf Kaputt oder so ähnlich. Und mit der Eisbox können wir das verhindern. Na gut, wir essen das Essen meistens ganz schnell. Oh, da fällt mir ein, wir haben ja die Biotonnen hier. Okay, ist noch alles grün. Oh, das geht runter, das wird nicht gelb. Die Anzeige hier geht langsam runter. Mist. Das heißt, wir können jetzt nicht wieder auf Lager überall Essen behalten. Ja, 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 Jungs, ihr kriegt ja schon was. Also der obere, einmal. Und der untere, einmal. Das heißt, das Fleisch können wir erstmal rausholen. Ich habe aber den Verdacht, dass die Sachen, die direkt auf der Farm sind, nicht schlecht werden. Das heißt, wir könnten so unseren kleinen Vorrat hier haben. Oder wenn wir es brauchen, einfach ganz schnell was anbauen und es dann hochdüngen. Aber gut, verkochen wir erstmal die Sachen hier, damit die nicht schlecht werden. Und wenn man sie verkocht, wird das auf 0 zurückgesetzt anscheinend. Können wir was Verkochtes nochmal verkochen? Ha, wir können was Verkochtes in den Kochtopf tun. Dadurch dürfte es dann nochmal erfrischt werden. Also ja, ich denke nicht, dass wir allzu viele Probleme mit dem Essen bekommen werden. Und wir können jetzt gucken, wie die Anzeige wirklich geht. Also auf wie viele Punkte. Gutes Essen. Gutes Essen. 129, also 130. Oh, ich höre Wölfe. Ihr schlaft mal.
Wir gehen weg, damit die Wölfe euch nicht angreifen. Hat ja sogar richtig Sinn gemacht, was ich da gerade getan habe. Sehr schön. Gerugon ist mal bei der Sache. Oh. Stopp. Gerugon ist nicht mehr bei der Sache. Gerugon will ganz schnell den Büffelhelm holen, um zu testen, ob die Jaks uns jetzt verteidigen, wenn noch kein Büffel angegriffen wurde. Ja, euch schleifern wir gleich wieder ein. Büffelhelm. Mist. Jungs, macht da nichts. Greift nicht an, gar nichts. Au. Komm, wo ist der Büffelhelm? Da ist der Büffelhelm. Verteidigt uns. Einmal beißen lassen? Nö, das kratzt die kein Stück. Und ich glaube, die greifen meine Jungs an. Och nö. So viel dazu. Komm schon, Jungs. Anderen Jungs. Harry Jungs. Greift an. Da, greift den Jack an. Gut, den einen müssten wir auch so schaffen. Ich ahne Übles. Ich höre kein Tall Bird quieken mehr. Oh, uns hoppelt nichts mehr hinterher. Damit wären die Jungs endgültig tot. Und das alles primär, weil die Forschung bei mir Vorrang hat. Wie sie das ja auch eigentlich gehört. Weil ich wollte halt zuerst den Helm holen, um zu gucken, ob das funktioniert. Und deswegen sind sie wieder aufgewacht und sind mitgelaufen und wurden angegriffen und sind gestorben. Für die Wissenschaft halt. Aber na gut, wir haben wenigstens rausgefunden, dass dieser Helm nicht das bewirkt, was ich vermutet hatte. Nämlich, dass die Jaks uns verteidigen gegen die Wölfe. Die Jaks haben zwar gerade angegriffen, aber erst, als die Wölfe von sich aus auf die Jaks raufgegangen sind. Naja, schade. Sehr schade sogar. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwann nochmal losziehen. Am besten sollten wir jetzt sofort losziehen, damit wir einen Tollbird ausbrüten können, bevor das nächste Mal die Wölfe kommen. Oder wir... Ah, ich hatte eine bessere Idee. Gut. Also, wir ziehen jetzt nicht sofort los, sondern morgen und übermorgen, schnappen uns ein Ei, brüten es aber noch nicht aus. Ich hoffe einfach mal, dass man die nach ein paar Tagen immer noch aus der Kiste rausholen kann, ans Feuer legen und die brechen dann ganz normal auf. Das wäre nämlich echt praktisch. Das heißt, wir könnten dann den nächsten Wolfsangriff abwarten und dann genau, sobald die Wölfe tot sind, die Jungs ausbrüten. Und ja, ich werde wieder mehrere holen, nur für den Fall. Redundanz ist da sehr, sehr wichtig. Wir haben ja gesehen, dass gleich am ersten Tag einer gestorben ist wegen diesen doofen Fallen hier. Aber gut, sortieren wir erstmal den ganzen Krimskrams wieder weg. Baseballhelm auf. Den komischen Helm, wo wir noch nicht wissen, was er wirklich macht, da rein. Das kann gegessen werden. Die Steine können auch mal zurück. Flintstone haben wir zu viel. So, das Fleisch kann verkocht werden. Und es wird schon wieder Abend. Jetzt, wo wir wissen, dass es schlecht wird, können wir auch das gute Fleisch damit reinschmeißen. Mal gucken, was da rauskommt. Zweimal richtig gutes Fleisch, zweimal Monsterfleisch. Und als Alternative dazu viermal gutes Fleisch. Und dann schreiben wir uns gleich vor dem Essen von den Dingern auf, wie viel genau die heilen bzw. sättigen. Einfach mal, um zu gucken, ob es wirklich einen Unterschied macht, was für Sachen man reinpackt oder nicht. Also dieses Strecken von Kochrezepten soll ja geändert worden sein. Irgendwann vor einem oder zwei Patchen. Dass man nicht mehr zweimal Fleisch und irgendwelchen Mist reinschmeißt und es ist trotzdem super gut. Sondern je nachdem, was dann verkocht wird, ist das besser oder schlechter. Weh, die Anzeige da unten sieht man gerade. So. Klick. Oh, ich sollte Feuer machen. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Kohle haben wir noch eins, das können wir eigentlich wegsortieren. Es soll ja unser Notfallvorrat sein, aber das bringt mit einem Kohle nicht wirklich viel. Oh, wir können dafür das Holz dahin legen. Also nicht direkt daneben legen, sondern dahin legen.